Guten Abend zusammen, Dominik Kiczuski von CapTrader. Ich begrüße Sie recht herzlich. Sie sehen schon im Hintergrund DAX Trading mit System, mit, von und Dr. Michael Geke. Er ist zugeschaltet. Wir haben bereits miteinander gesprochen. Verbindung steht. Freue ich mich, dass Sie sehr so zahlreich erschienen sind. 46 Teilnehmer bis 47. Das ist für so ein Webinar in der Urlaubszeit eine richtig schöne Größenordnung. Zeigt, dass viele Anleger sich mit dem DAX immer noch beschäftigen und wir wollen heute mit Ihnen, beziehungsweise ich möchte gerne mit Ihnen über den DAX sprechen und über ein Handelssystem, welches den DAX handelt und welches den DAX analysiert und mit welchem man dann den DAX handeln kann. Und wie das Ganze funktioniert mit Futures oder auch anderen Produkten, das schauen wir uns in der nächsten Stunde miteinander konzentriert an. Wenn Sie wollen, dann schreiben Sie gerne im Chat oder auch bei den Fragen entsprechende Fragen rein. Ich werde eben zum Ende des Webinars dann mit Ihnen nochmal durchgehen. Ich sage es Ihnen jetzt von Anfang an auch schon, wenn Sie noch weiter darüber hinausgehende Fragen haben, die vielleicht einer ausgedehnteren Diskussion bedarf, wo es eine längerfristige oder längere Diskussion bedarf, dann sind Sie recht herzlich eingeladen, bei uns bei QuantMate bzw. Quant4U einfach eine E-Mail an uns zu schicken, dass Sie gerne nochmal sprechen wollen und nochmal mehr Hintergründe haben wollen. Dann vereinbaren wir mit Ihnen gerne auch ein persönliches Gespräch. So, mein Name ist Michael Geke. Ich bin heute Ihr Referent. Ich bin der Geschäftsführer von QuantMate und habe das Vergnügen, Sie hier heute durch das DAX Quant Trading System zu führen. So, schauen wir uns miteinander den Disclaimer an. Alles, was wir hier miteinander besprechen, ist nicht personalisiert und dient überhaupt nicht und ist rein zu Informationszwecken. Es stellt keine Anlageberatung dar, was wir hier machen. Und wir wollen Sie nicht auffordern, Aktien oder Indizes, Wertpapiere, Derivate, Finanzprodukte zu kaufen, halten oder zu verkaufen. Alles, was wir hier machen, ist nicht personalisiert. Wie immer in einem solchen Disclaimer, das, was wir hier machen, vergangene Performance oder Wertentwicklung in der Vergangenheit, ist keine Garantie für zukünftige Wertentwicklung. Ein Disclaimer, den Sie kennen, bei allen, die sich im Bereich der professionellen Bereich von Anlageempfehlungen und Anlagestrategie bewegen, wo wir uns auch mit QuantMate bewegen. Sie sehen zwei Logos hier drauf und das ist, glaube ich, nochmal wichtig, dass ich Ihnen das differenziert darstelle. QuantMate ist das Unternehmen und ich bin Geschäftsführer von QuantMate. Was QuantMate ist, zeige ich Ihnen gleich. Und Quant4U ist eine Marke von QuantMate. Deswegen nochmal für Sie, um das zu differenzieren. In der Marke Quant4U bündeln wir von QuantMate alle unsere geschäftlichen Aktivitäten rund um die Betreuung von privaten Selbstentscheidern. So nennt man das im Fachjargon. Alle diejenigen, die selbstständig ihr eigenes Depot pflegen und dabei vielleicht auf Analysen zurückgreifen, das aber trotzdem selber machen. Das heißt, sie machen die Kauf- und Verkaufsentscheidung selbstständig in ihrem eigenen Depot. Dann sind sie sogenannter Selbstentscheider. Und wir unterstützen mit der Marke Quant4U einem Portal, welches über 16 verschiedene sogenannte Quant-gesteuerte Aktienportfolios und Indizes, gesteuerte Indizes beinhaltet, private Anleger ihr eigenes Depot systematisch nach algorithmischen Handelssystemen zu steuern. Falls Sie ein Interesse haben, dieses Quant4U-Portal einmal zu erschnuppern, was es dort alles gibt auf Quant4U,
sind Sie recht herzlich eingeladen, das einmal sich kostenfrei zu registrieren und sowohl die kostenfreien Signale als auch die kostenpflichtigen Signale, die wir in Form von Abonnements dort anbieten, gerne auch mal anzuschauen. Zu mir, zu meiner Person. So, ich gehe einen Schritt weiter. Weil Sie mich jetzt nicht direkt gleich sehen, für Sie einfach mal ein Bild von mir. Hier in Meerbusch, QuantMate selber. Wir sind nicht erst seit gestern am Markt und QuantMate gibt es schon seit 2018. Wir kommen aus der Betreuung von Family Offices, von Vermögensverwaltern, von Fonds, von sogenannten High Net Worth Individuals, wie man so schön sagt. Und QuantMate selber ist ein Wealth-Tech-Unternehmen. In dem Begriff Wealth-Tech stecken zwei Begriffe, einmal Wealth Management und einmal Technologie. Was unsere Kernkompetenz ist, ist die Entwicklung von quantitativen, sogenannten quantitativen, rein auf Zahlen und Analysen basierenden Handelsstrategien, die sich dann, aus denen wir dann unsere Kauf- und Verkaufsentscheidungen treffen. Das grenzt sich ab, quantitative Analyse von der qualitativen Analyse, beziehungsweise auch von der klassischen technischen Analyse, wie wir es heute sehen im Bereich der zum Beispiel Charttechnik. Das machen wir alles nicht. Wir analysieren rein nur die historischen Kursbewegungen und berechnen auf der Basis der historischen Kursbewegungen von Aktien einen Forecast für die zukünftigen Kursbewegungen, welches wir mit einer Wahrscheinlichkeit hinterlegen. Das heißt, wir ähnlich wie, ich sag's mal, auf Vorträgen auf der größeren Bühne sage ich manchmal ein bisschen flapsig, wir entwickeln quasi eine Wettervorhersage für die zukünftige Kursentwicklung einer Aktie. Das beschreibt es nicht im Detail, aber es gibt Ihnen das Gefühl, was wir tun. Wir versuchen aus den Kursbewegungen der Vergangenheit ein Wahrscheinlichkeitsmodell abzuleiten für jede einzelne Aktie oder jeden einzelnen Indizes und prognostizieren dann die zukünftige Kursentwicklung mit einem entsprechenden Wahrscheinlichkeitsbild. Bei der Wettervorhersage ist es so, dass man sehr gut über ein paar Tage, also 2, 3, 4 Tage, doch relativ treffsicher das Wetter bestimmen kann. Über 14 Tage wird es dann schon ein bisschen diffuser. 28 Tage ist schon sehr, sehr schlecht. Und so ähnlich ist es auch bei unseren Analysen. Wir schauen immer auf einen Zeitraum von ungefähr 5 bis 15 Tagen bei unseren Analysen und nehmen dann Positionen auf mit entsprechenden Wahrscheinlichkeiten, die uns helfen, unser Depot systematisch zu pflegen. Vielleicht übrigens für Sie ganz interessant, wir haben ja in diesem Monat am Montag durchaus eine sehr, sehr crashhafte Bewegung gehabt, Aktienmarkt, und zwar weltweit. Über die Gründe dazu wird vielfältig geschrieben. Für uns war das ebenfalls ein ganz spannender Tag, weil wir mit unseren Handelssystemen zu dem Zeitpunkt, als der Drawdown stattgefunden hat, nur mit 18% investiert waren. Und wir uns sehr, sehr freuen, dass wir per gestern schon wieder ein neues Hoch zum Anfang des Monats geprintet haben. Das heißt, unsere Aktiendepots im Bereich der Managed Accounts liegen momentan 1,3% im Plus auf Monatsbasis und zwar rein nur durch den Handel von US-Aktien auf der Long-Only-Seite. Das ist eine ziemlich gewaltige Sache, dass man mit Long-Only-Aktienportfolios im August im Positiven liegt, weil das nicht unbedingt jedes Depot momentan ist. Das macht es eben aus, wenn man mit Systemen arbeitet. Dadurch lässt man sich nicht von Emotionen leiten,
Wir hatten nur eine 18-prozentige Investitionsquote, als der Markt eingebrochen ist. Wir haben aber am 5. Beziehungsweise Montag, am 5. haben wir unsere Investitionsquote auf über 60% Aktienanteil erhöht und profitieren momentan von der starken Gegenbewegung, haben schon wieder einen Großteil von Positionen auch wieder verkauft. Wie sieht so ein Depot aus, wenn man mit Quantsystemen handelt? Wenn man im kürzfristigeren Zeitfenster unterwegs ist, bei uns wie mit 5 bis 10 Tagen investiert, dann bedeutet es, dass man häufig die Abwärtsrisiken in einem Markt vermeidet, weil man in den Abwärtsphasen wenig investiert ist und in den Aufwärtsphasen viel stärker. Unsere Depots, und das ist für Sie jetzt einfach mal ein Bild, damit Sie sehen, wie quantbasierte, also algorithmische Handelsmodelle arbeiten in einem Aktienportfolio. Hier beispielsweise das reale Depot eines Kunden, der unsere Systeme einsetzt im Aktienbereich über die letzten 3 Jahre nach Kosten. Das ist direkter Screenshot-Auswertung aus Interactive Brokers. Die bernsteinfarbene goldene Linie ist sein Depot und die Vergleichswerte dazu sind der S&P 500 über die letzten 3 Jahre. Also man sieht, man kann mit Quantmodellen die Risiken sehr gut managen und systematisch mit wenig Volatilität sein Depot entwickeln. Das ist im Bereich Aktien. Und jetzt gucken wir uns was anderes an. Jetzt gucken wir uns den DAX an. Und beim DAX haben wir ein System, das Proton-System, welches natürlich gehebelt arbeitet, genutzt werden kann, weil wir häufig dieses DAX-Proton-System mit Futures umsetzen beziehungsweise mit Hebelprodukten. Ich bringe mal ein paar Fakten auf den Tisch. Also das Proton-System, welches von vielen Anlegern eingesetzt wird, um den DAX systematisch zu handeln, analysiert die DAX-Kursbewegungen aus der Vergangenheit und berechnet hierfür eine Prognose für die nächsten 5 Tage. Uns interessiert vor allem für die nächsten 5 Tage, steht der DAX, wenn wir long gehen, mit einer hohen Wahrscheinlichkeit höher, als er heute steht, beziehungsweise steht er deutlich tiefer, als er heute steht. Und wie hoch sind die Wahrscheinlichkeiten für diese Bewegung? Und wenn die Wahrscheinlichkeit sehr groß ist, dass wir in den nächsten 5 Tagen entweder deutlich höher oder deutlich tiefer stehen, dann haben wir einen Trade, den wir bei Proton berechnen, zu dem wir Ihnen den Einstiegskurs als auch alle Ausstiegsbedingungen mitgeben. Das heißt, das System liefert nicht nur die Information, wie Sie einsteigen und zu welchem Kurs Sie einsteigen, sondern es sagt Ihnen auch gleich, zu welchem Kurs Sie wieder aussteigen sollen und wann Sie möglicherweise auch zeitbasiert aussteigen sollen. Das System handelt in beide Richtungen. Wir handeln Long und Short. Ich zeige Ihnen auch die Aufteilung der Trades nachher und Sie werden sehen, das System handelt deutlich mehr Long und holt aus der Long-Seite, das heißt auf der Kaufseite in die aufwärts gerichtete Bewegung, deutlich mehr Punkte, DAX-Punkte raus als in der Short-Richtung. Das liegt daran, da Shorts im DAX häufig sehr heftig und vom zeitlichen Ablauf eher kurzfristig stattfinden, während wir die Long-Seite deutlich häufiger spielen können und somit wesentlich mehr Signale auf der Long-Seite und auch mehr Punkte auf der Long-Seite zu erreichen sind. Alles, was wir hier tun, basiert auf Wahrscheinlichkeitsrechnungen der historischen Kursbewegungen und wir analysieren den DAX im 15-Minuten-Chart. Das ist vielleicht für Sie auch nochmal interessant. Wir gehen hier in ein kleineres Zeitfenster, das heißt eine Kerze bzw. die Open, High, Low, Close, die wir verarbeiten einer normalen Kerze, sind alles 15-Minuten-Charts. Trotzdem schauen wir auf eine Gesamtlänge von 5 Tagen, auch wenn das Zeitintervall, welches wir berechnen, immer nur 15 Minuten ist.
Wir setzen das Proton-System ein in einer Retail-Variante und das ist die Variante, die wir den privaten Selbstanlegern über Quant4U anbieten und somit auch bei CapTrader ihnen zur Verfügung stellen. Es gibt aber auch von Proton verschiedene Professional-Versionen, die deutlich mehr Teilpositionen aufnehmen als das, was wir im Retail-Bereich, was ein typischer Retailer eben möglich machen kann. Im Professional-Bereich kann ich sagen, wir setzen das in Zertifikaten und auch bei ein oder anderen privat geführten Fonds ein. Da gehen wir bis zu 20 DAX-Positionen, 30 DAX-Positionen gleichzeitig, wenn man mal den großen Future hernimmt. Und skalieren das Ganze teilweise noch nach oben. Die Retail-Version, das, was Sie nutzen können für Ihr eigenes Trading, hat, und das ist extrem praktisch, nur ein einziges Signal an einem Signaltag. Es kommt nicht jeden Tag ein Signal, kann ja nicht sein, dass wir jedes Tag irgendwie einen DAX kaufen oder verkaufen. Wir haben ungefähr 100 Trades, die wir pro Jahr machen mit dem Proton, aber das heißt, es kann nicht jeden Tag auch ein Signal geben. Aber wenn es ein Signal gibt, dann gibt es ein Signal am Tag für den Einstieg in eine Position. Dieser Einstieg kann auf der Long-Seite oder auf der Short-Seite sein. Das heißt, wenn Sie es mit dem Future handeln, würden Sie einen Long-Trade einstellen, einen Limit-Buy und für den Verkaufstrade würden Sie einen Limit-Sell auf dem Future einstellen. Wenn Sie es mit einem Zertifikat handeln, würden Sie einen Put kaufen beziehungsweise einen Call kaufen und dafür entsprechend auch das Limit einstellen. Die Orders für den Einstieg sind alle tagesgültig. Das heißt, es ist relativ praktisch. Sie bekommen, wenn Sie dieses System nutzen, vor Börsenbeginn um circa 7 Uhr die Information, kaufe den DAX bei 18.310 Long. Das war die Information, die Sie bekommen. Und Sie suchen sich dann entsprechend aus, mit welchem Derivat oder wie Sie den DAX handeln wollen. Wollen Sie es mit einem Future machen, mit einem Mini-Future, mit einem Micro-Future, mit einem CFD? Ganz viele nutzen den CFD, weil es eben praktisch ist, weil er direkt an den DAX-Index und nicht an den DAX-Future gekoppelt ist. Wenn Sie es mit dem Future handeln, dann haben Sie immer noch ein Spread zwischen dem DAX-Future und der Kasse. Wir analysieren die Kasse und nicht den Future, was bedeutet, dass Sie den Offset zwischen Future und Kassekurs eben selbstständig berücksichtigen müssen zu dem entsprechenden Zeitpunkt. Die Orders sind, dann legen Sie eine Order in den Markt und das war's. Mehr machen Sie nicht. Dauert ungefähr, nachdem man es ein bisschen geübt hat, 2, 3 Trades gemacht hat, vielleicht 2 Minuten am Tag und damit ist das Thema erledigt. Es werden maximal 5 Teilpositionen in eine Richtung aufgenommen. Also wenn Sie eine Position haben mit dem Proton, dann kann es passieren, dass Sie am nächsten Tag nochmal ein Kaufsignal bekommen in die gleiche Richtung. Dann haben Sie eine zweite Teilposition und wir gehen bis zu 5 Teilpositionen. Bedeutet im Extremfall, dass Sie 5 DAX Future Long sind oder 5 DAX Future Short. Das heißt, Ihr Kapital, was Sie benötigen, um zum Beispiel wenn Sie es mit dem Mini-DAX machen, dann haben Sie eine Margin von 5.000 Euro, wenn mich nicht alles täuscht, die Sie hinterlegen müssen. Das heißt, Sie können das System handeln mit einem Gesamtkapital von 25.000 Euro, weil 25.000 Euro bedeutet, ich habe Kapital für 5 Kontrakte in meinem Depot, die ich als Margin hinterlegen kann. Lassen Sie sich bitte noch ein bisschen Puffer. Man muss es ja nicht bis zum letzten ausreizen. Der Ausstieg aus der Position ist schon bekannt, wenn wir einsteigen. Es gibt nämlich einen Take-Profit. Das ist ganz einfach. Der liegt bei plus 8% und bei einem Stop-Loss, der liegt bei minus 3% auf den entsprechenden DAX. Das heißt, wir stoppen die Position aus, wenn der DAX 3% in die falsche Richtung läuft.
oder wir nehmen den Gewinn mit, wenn er in dem Zeitraum von 5 Tagen 8% sich verändert. Das sind extreme Werte. Wir wollen eigentlich ungern, dass er einen dieser beiden Barrieren nutzt. Das sind sogenannte Emergency-Barrieren beziehungsweise Lucky Shots. Normalerweise ist es so, dass die Trades alle nach 5 Tagen zeitbasiert geschlossen werden. Und wann das ist, das geben wir Ihnen in der Information ebenfalls mit. So, und für Sie praktisch, der eine, der CFD nutzt, der macht es mit CFDs, der gerne mit einem Future unterwegs ist, der nimmt den Future und handelt es direkt oder mit einem Hebelprodukt geht alles, geht wunderbar. So, wie ist die Performance von dem Handelssystem? Natürlich kann man sowas auch rückwärtig berechnen und wir haben die Daten seit 2011 im 15-Minuten-Chart. Das sind sehr, sehr viele Daten. Wenn Sie überlegen, dass wir die letzten 13 Jahre mit guten 13 Jahren Daten im 15-Minuten-Chart allein haben, da muss der Rechner schon ein bisschen schnaufen. Wenn man aber den DAX, den Proton auf die Daten seit 2011 anwendet und simuliert, wie viele Punkte der Proton entwickelt hat, stellt man fest, die blaue Linie ist die Entwicklung des Proton-Systems. Er hat im Schnitt 124 Trades gemacht pro Jahr. Jeder Trade hat eine mittlere Anzahl von 63 DAX-Punkten. Bedeutet, wenn Sie es mit einem CFD umsetzen, 63 Euro. Wenn Sie es mit 10 CFD umrechnen, sind es 630 Euro im Schnitt pro Trade. Mit dem DAX, mit dem Mini-DAX etc. entsprechend dasselbe. Und der Profitfaktor ist 1,87. Das bedeutet, wir die Summe der Gewinne in diesem Handelssystem beträgt 1,87 mal die Summe der Verluste in diesem Handelssystem. Wie läuft sowas jetzt? Wie messen wir diese Wahrscheinlichkeiten? Ich zeige Ihnen hier mal ein Bild. Das soll das mal illustrativ nachdenken. Jede 15 Minuten rechnet Proton. Proton rechnet alle, wird alle 15 Minuten wird Proton neu gerechnet. Wie gesagt, für die Retail-Variante rechnen wir das in der Regel am Vortag mit einem Kaufpunkt für den nächsten Tag, gültig für den nächsten Tag. Im Professional-Bereich machen wir auch Signale, die intraday generiert werden. Wir schließen die Position dann nicht intraday, aber wir lassen die Position dann auch über 5 Tage laufen. Aber es kann sein, dass wir um 14:15 Uhr ebenfalls einen Trade machen im Intraday-Bereich. Aber das ist nur die Professional-Variante. Wir wollen im Retail-Bereich keine Lösung anbieten, die Sie nötigt, Intraday ein Signal auszuführen, weil die wenigsten privaten Anleger haben tagsüber Zeit, um sich ums Depot in zu jeder Minute quasi zu kümmern. Der private Anleger braucht ein System, welches er morgens einmal nutzt, welches er anwirft, mehr oder weniger im Trade platziert und dass er dann seinen anderen Tätigkeiten nachgehen kann. Und es soll ja auch für Berufstätige tauglich sein. Das heißt, 2 Minuten morgens, das müsste eigentlich drin sein. Und dieses Bild zeigt ein bisschen, wie wir arbeiten. Zu dem Zeitpunkt der Prognose rechnen wir eine Wahrscheinlichkeits-, eine Verteilungsprognose für die DAX-Entwicklung in den nächsten 5 Tagen. Und wenn das unsere Wahrscheinlichkeitsverteilung ist für die nächsten 5 Tage, dann haben wir sich tatsächlich der DAX auch dann so entwickelt. Das ist jetzt nicht, dass wir, also wir haben die Prognose hier erstellt, dass es nach 5 Tagen hier in dem Bereich hier landen müsste. Dann gehen wir hier rein und lassen die Position laufen. Und hier sehen Sie schön, hat das auch so hingeklappt. Klappt nicht immer, aber es reicht völlig aus, wenn wir 1,87 Euro verdienen für jeden Euro, den wir verlieren. Damit haben wir automatisch ein profitables Handelssystem und auch ein nachhaltig profitables Handelssystem. Das zweite ist, die Anzahl der Trades ist relativ attraktiv mit 100 Trades, 124 Trades.
Das sind nicht nur ein, zwei Trades, die man im Jahr macht. Das kann man auch machen. Man kann Handelssysteme entwickeln, die machen ein, zwei Trades im Jahr und das sind dann immer hundertprozentige Treffer. Aber was bringt Ihnen ein, zwei Trades, wenn Sie, da verdienen Sie kein Geld mit? Das heißt, Sie brauchen schon eine gewisse Anzahl von Trades, damit auch eine statistische Signifikanz Ihres Systems auch gewährleistet ist. Das ist es, wenn man circa 100 bis 120 Trades pro Jahr macht. Hier nochmal das Bild. Jetzt nochmal als Schema, wie tradet man jetzt dieses Proton-System? Die Prognose wird immer über 5 Tage erstellt. Es gibt nur einen Trade am Tag, wenn es überhaupt ein Signal gibt. Also hier in dieser Bewegung, diesem Schema, habe ich Ihnen dargestellt den DAX schematisch. Und stellen Sie sich vor, wir hätten hier auf dem letzten, hier bei der letzten Darstellung einen Kauf für den DAX, dann würden wir hier kaufen und hätten dann nach oben hin die 8% und nach unten die 3% und würden den Trade einfach laufen lassen. Das sieht man dann hier, 8% nach oben, 3% nach unten oder nach 5 Tagen gehen wir entsprechend raus. Also wirklich ganz von dem Prinzip sehr, sehr einfach. Jetzt machen wir natürlich nicht nur einen Trade, sondern vielleicht auch 2 oder 3 oder 4 Trades in die gleiche Richtung. Und Sie dürfen sicherlich die Frage stellen, man nennt das übrigens Pyramidisierung, das heißt, man baut die Trades aufeinander auf. Sie dürfen sich natürlich die Frage stellen, Herr Gehke, wie hoch ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass ich 5 Trades in eine Richtung habe? Beziehungsweise wie häufig kommt denn das auf der Long-Seite vor und wie häufig sind wir denn auf der Short-Seite unterwegs? Und dieses Bild, was ich Ihnen hier zeige, ist nichts anderes als die Anzahl der gleichzeitig gehaltenen Positionen. Sie sehen das hier auf der linken Seite mit 5 plus 5 und unten minus 5. Das heißt, Sie sehen, es gab immer maximal plus 5 Positionen. Plus 5 bedeutet, wir sind 5 Positionen long oder minus 5, wir sind maximal 5 Positionen short. Und Sie sehen, wir waren short, vor allem Mitte, sehr extrem, Mitte 2014. Wir waren Ende 2015 extrem short. Wir waren ganz short 2018. Das war gerade im 2018er Crash war das sehr extrem. Und wir hatten einige dramatische Shorts Ende 2021, wo der Aktienmarkt auch nochmal deutlich runtergegangen ist. Und 2024, hier hatten wir auch eine Situation in diesem Jahr, wo wir schon 5 Positionen Short hatten in Summe. Ich habe hier die Nullphasen ausgelassen. Nullphasen sind die Phasen, wo wir gar nicht investiert sind. Die meiste Zeit sind wir also mehr auf der Long-Seite unterwegs. Und wenn wir auf der Long-Seite unterwegs sind, dann sind wir meistens mit so, sagen wir mal, 2, mit 3 Positionen gleichzeitig investiert im Schnitt. So ein bisschen, damit Sie eine Orientierung haben. Das System liebt also ein bisschen mehr die Long-Seite, was auch vernünftig ist, weil wir grundsätzlich einen Bias haben, das heißt eine Ausrichtung im Aktienmarkt und auch im Index, der mehr auf der Long-Seite sich darstellt. Die Signale, wenn es ein Signal gibt, dann bekommen Sie von Quant4U eine E-Mail. Wir stellen das Signal online ein auf unserer Plattform und Sie bekommen um 7 Uhr eine Nachricht. Da gibt es ein neues Kaufsignal oder ein neues Verkaufssignal bei Proton. Sie müssen also nicht jeden Tag reingucken, sondern wenn es ein Signal gibt, dann gibt es auch eine entsprechende Push-Nachricht. Mal ein bisschen Zahlen, Daten, Fakten zum Proton-System. Die Summe der Punkte aus den Short- oder den Long-Trades. Das heißt, wenn wir uns mal jetzt genau anschauen über das jeweils ein Jahr, 2011, 2012, 2013, 2014, dann verdienen wir sowohl mit den Long Trades als auch mit den Short Trades Geld. Und wir wollen natürlich wissen, wie viele Punkte kommen denn so zusammen, wenn man auf der Short Seite unterwegs ist und wie viel kommen auf der Long Seite zusammen. Da wir häufiger auf der Long Seite unterwegs sind, und weniger auf der Short-Seite, kommt natürlich deutlich mehr Punkte auf der Long-Seite zustande. Im Schnitt macht
Proton, so wie wir es hier sehen, in der Retail-Variante circa 7000 DAX-Punkte pro Jahr. Das ist die Gesamtsumme an DAX-Punkten, die Proton in Summe liefert. Auch relativ Markt, es gab natürlich ein Jahr 2018 und auch 2014, die waren jetzt nicht so rosig und 2013, natürlich 2011 auch, aber es gab Jahre, wo die Volatilität deutlich größer ist und es macht, was ein bisschen nicht so toll ist für Proton, ist, wenn die Volatilität der VDAX sehr, sehr niedrig ist, weil das bedeutet, wir haben keine großen Ausschläge. Und wenig Volatilität bedeutet eben auch wenig Gewinn auf dem Trade. Und das macht es natürlich relativ die Wahrscheinlichkeiten schrumpfen auch in sich zusammen. Das macht natürlich keinen großen Spaß, weil dann auch die Anzahl der Trades reduziert ist. Aber auf der Long-Seite im Schnitt kommen wir ungefähr auf 7000 DAX-Punkte im Jahr. Zusammen mit den Short-Trades. Was sehr interessant ist, wenn man mal eine Auswertung macht, über alle Trades, wir verdienen ja nicht immer nur, wir können nicht nur gewinnen, also das System gewinnt und das System verliert. Ich habe gesagt, für jeden, wir verdienen 1,87 Euro für jeden Euro, den wir verlieren. Das muss man mal ein bisschen gegeneinander halten und mal aufsummieren, und zwar die Summe der Verluste in einem Jahr gegen die Summe der Gewinne einem Jahr, wenn man nur einen CFD handeln würde. Wir sehen, wir kommen im Jahr 2020 hier schon an eine wichtige Grenze von minus 20.000 Euro. Da mit einem CFD, bei dem wir die Summe der Verluste bis auf 20.000 Euro mit dem Handel von einem CFD gegenüber 30.000 Euro Gewinne dargestellt haben. Das ist wichtig für Sie, dass Sie das im Hinterkopf behalten. Man kann das ganze Proton-System nicht nur mit Futures umsetzen, sondern auch mit Hebelzertifikaten. Bei Quant4U stellen wir Hebelzertifikate von der UBS, von der HSBC oder auch von BNP Paribas direkt gekoppelt mit dem Handelssignal von Proton zur Verfügung. Das heißt, wenn da steht, kaufe, mach ein Long Trade, Limit 18.310, dann haben wir einen sogenannten Hebelprodukte-Finder in Proton integriert, bei dem Sie den Hebel einstellen können. Wenn Sie es mit einem Hebel 5 handeln wollen, dieses System, dann filtert er Ihnen alle Produkte raus, die einen Hebel 5 haben, und Sie können dann das entsprechende Zertifikat raussuchen. Wir berechnen automatisch auch zum Hebel den Einstiegspreis, den Zielpreis und den Stopppreis. Das ist ein ganz großer Komfort. Da müssen Sie sich darüber gar keine Sorgen machen. Dann ist automatisch das Produkt, weil die Zahlen, die da stehen, sind automatisch die Zahlen, die Sie auch in Ihr Trade übernehmen können. Wenn wir mal das mit dem Mini-DAX-Future umsetzen, das gesamte System, dann erzielt es einem Startkapital von 25.000 Euro. Das habe ich mal als Startkapital hinterlegt. Ungefähr 35.000 Euro Gewinn pro Jahr über die entsprechenden, über den gesamten Zeitraum, den wir hier betrachten. Jetzt mal auf Trade-Basis. Das ist seit Anfang 2011 bis heute. Auch eine relativ schöne, lineare, schwankungsarme Gesamtentwicklung. Gibt natürlich Phasen, wo der Proton auch ein bisschen aussetzt und ein bisschen verschnauft. Das ist völlig normal und ist völlig legitim. In Summe ist Proton aber mit einem sehr schönen Aufwärts mit einer sehr geringen Korrelation zum DAX, mit einem schönen Aufwärtstrend in der Performance dargestellt. Ja, wie starten Sie jetzt mit dem Proton, wenn Sie mit dem Proton starten wollen? Sie sollten sich, wenn Sie sagen, ich will den Proton nutzen, der ist eine schöne Beimischung zu meinem sonstigen Trading, der Aufwand von 2 Minuten am Tag, um so einen Trade zu platzieren,
den kann ich mir auch gut leisten. Ich habe auch Geld auf dem Depot, so dass ich die Proton Trades auch alle machen kann. Dann ist es ganz einfach. Sie entscheiden sich, ob Sie es mit einem Mini-DAX, mit einem DAX oder mit einem CFD oder wie auch immer umsetzen wollen. Aber es sollte ein Derivat sein, mit dem Sie umgehen können und B, mit dem Sie auch, was Sie verstehen, das Hebelprodukt oder was auch immer. Und dann entscheiden Sie sich für dieses Produkt und sagen, okay, ich mache das zum Beispiel mit dem Mini-DAX. Dann ist das für Sie wichtig, dass Sie Ihr Gesamtkapital festlegen. Sie wissen, es sind 5 Positionen, die in eine Richtung gehandelt werden. Bei einem Mini-DAX wären das 25.000 Euro Mindestkapital. Es können natürlich auch mit 50.000 Euro oder mit 100.000 Euro das System handeln. Dann nehmen Sie halt pro Trade 2 Kontrakte, dann kommen Sie auf 10 Kontrakte in Summe, aber Sie haben 5 Trades, weil Sie machen jeden Trade mit 2 Kontrakten zum Beispiel. Das ist Ihnen überlassen. Da sind Sie ganz frei in Ihrer Gestaltung. Und dann starten Sie das operative Trading und führen vor allem bitte ein Trading-Journal. Für mich persönlich die Grundlage für professionelles Handeln. Nicht einfach nur rumklicken und irgendwelche Trades machen, sondern die Trades verfolgen, die Trades notieren, den Limitpreis notieren. Das gehört zum professionellen Handel dazu. Auch wenn Sie vielleicht kein Berufstrader sind, aber selbst wenn Sie es im privaten Bereich machen und Sie wollen es professionell machen, dann kann ich Ihnen nur wärmstens empfehlen, sich mit einem Trading-Journal zu beschäftigen, damit Sie wissen, was Sie tun und das auch nachvollziehen können und anschließend auch eine vernünftige Auswertung haben. Manchmal im System kann man auch ein elektronisches Trading-Journal abrufen, aber ich empfehle Ihnen, das tatsächlich auch mitzuführen. Ich wollte nochmal ein Beispiel bringen für die Hebelprodukte, weil das wahrscheinlich die wenigsten nutzen, aber es ist nicht uninteressant, auch mit einem Hebelprodukt das zu handeln. Knockout-Zertifikate. Wir haben das mal hier gerechnet bei einem Depot mit 5.000 Euro. Das heißt also, man macht jeden Trade mit 1.000 Euro Kapitaleinsatz und einem Hebel 5. Dann kommt man auf ungefähr 3.000 Euro im Schnitt. Was die 3.000 Euro im Schnitt pro Jahr raus, also ungefähr bei 60%. Wenn man den Hebel 15 nimmt, also 60% Rendite pro Jahr, mit Entnahme des Kapitals, würde man den Hebel 15 nehmen, hätte man fast 200% Rendite sogar gerechnet auf das eingesetzte Kapital, weil es natürlich gehebelt ist mit einem Hebel 15. Ja, jetzt fragen Sie vielleicht auch, okay, ich will das mal starten mit Proton. Vielleicht sagen Sie sich, das ist eine gute Möglichkeit, das mal anzugehen. Wenn Sie Proton machen, Proton ist kein System, was man mal so 2-3 Wochen macht und dann ist es vorbei. Wenn Sie es ernsthaft machen, dann müssen Sie jedes Handelssystem, das ist meine grundsätzliche Meinung, einfach mal ein Jahr für sich ausprobieren, damit Sie wissen, was Sie getan haben. Sie wissen, Proton macht 100 Trades, 100 bis 120 Trades. Das heißt, im Monat sind das ungefähr 10 Trades im Schnitt. Das ist das, was, das kann aber auch im Monat mal vielleicht nur 2 Trades sein oder 3 Trades. Um für sich selber eine vernünftige Statistik zu haben und auch den Umgang mit einem Handelssystem vernünftig zu machen, kann man ein Handelssystem, wenn man es ernsthaft betreibt und ernsthaft damit Geld verdienen will, nicht einfach nur ein paar Wochen machen und dann wieder an die Seite legen. Deswegen haben wir gesagt, wir wollen jedem, der das ernsthaft nutzen möchte, im ersten Jahr einen Spezialpreis für Proton anbieten. Normalerweise verlangen wir im Jahresabonnement 699 Euro, um Proton zu nutzen. Das steht in einem sehr guten Verhältnis zu den Gewinnen, die Proton erwirtschaftet, auch bei kleineren Depotgrößen. Wir größere Depotgrößen erwirtschaften natürlich das Jahresabonnement mehrfach, deutlich mehrfach. Und selbst mit einem CFD
Wenn man nur mit einem CFD handelt, hat man einen durchschnittlichen Gewinn von 7.000 Euro pro Jahr, nur mit einem CFD, was quasi 10-mal das Jahresabonnement ist. Aber um das für Sie auch nutzbar zu machen und vielleicht auch zu zeigen, wir wollen da Ihnen die Möglichkeit geben, günstiger einzusteigen, gibt es ein sogenanntes Proton Cup Trader Special. Das bedeutet, im ersten Jahr gibt es den Proton anstatt für 699, für 399. Und Sie können auch dann in dem ersten Jahr kündigen, wenn Sie sagen, Sie wollen es nicht, dann läuft es ein Jahr und Thema ist erledigt. Und wenn Sie es dann weiter nutzen wollen, dann können Sie gerne für 599, das sind Sie dann noch ein 100er günstiger als das Standardabonnement, in den folgenden Jahren das System weiter nutzen. Wir haben es eingegrenzt auf maximal 30 Abonnements und halten uns dieses Angebot offen bis 14. August. Was müssen Sie dafür tun, um sich für Proton zu registrieren? Und es geht ganz einfach. Sie müssen sich auf Quant4U registrieren. Den Link, den haben Sie hier. Das ist webapp.quant4u.com oder Sie gehen auf einfach quant4u.com und klicken dann oben rechts auf Registrieren. Wenn Sie dann registriert sind, loggen Sie sich ein. Bitte berücksichtigen Sie bei der Registrierung, Sie kriegen nochmal eine E-Mail. Die müssen Sie erst bestätigen, damit wir Ihre Anmeldedaten auch bestätigen. Das heißt also, bei der Registrierung nochmal bei Ihnen im E-Mail-Fach gucken, ob da eine E-Mail von Quant4U ist. Weil ohne diese E-Mail, wenn Sie da nicht Ihre E-Mail-Adresse vorher bestätigen, bekommen Sie keinen Zugang zu Quant4U. Diese Registrierung ist kostenlos und wenn Sie sich dann einloggen zum ersten Mal, dann, also hier, das ist der Startbildschirm von Quant4U, registrieren. Sie können übrigens auch immer zwischen Englisch und Deutsch hin und her schalten. Für diejenigen, die es mehr in Deutsch möchten, für die, die es in Englisch möchten, können das in Englisch machen. Wenn Sie oben hier auf Register for Free oder bitte registrieren klicken, kommen Sie hier auf diesen Registrierungsschirm. Da klicken Sie oben rechts Register for Free oder auf Deutsch kostenfrei registrieren. Dann füllen Sie hier Ihre Vorname, Nachname, Username, können Sie sich selber geben. E-Mail, Passwort aus, dann haben wir immer noch ein mathematisches Rätsel. Das ist wichtig in Bezug auf die Sicherheit. Also 12 plus 3, ich nehme mal an, das kann jeder rechnen. Dann geben Sie die Zahl hier ein. Dann sagen Sie Register for Free. Lesen noch die AGBs durch, gerne, gar kein Problem. Und dann sind Sie registriert. Wenn Sie sich dann einloggen, machen Sie dann hier Login, kommen Sie auf diesen Startbildschirm und auf diesem Startbildschirm sehen Sie oben rechts Proton Special Offer. Da müssen Sie draufklicken, wenn Sie das abonnieren wollen und dann sehen Sie hier schon das jährliche, das erste Jahr ist 399 und nach der, wir nennen das eine Art Probezeit, ein Jahr lang und wenn man dann in nächsten Jahr das machen will, weitermachen will, das ist 5,99. Ja, wenn Sie noch Fragen haben, ist überhaupt kein Problem. Sie können auf Quant4U, das ist ein komplettes Trading-Terminal, natürlich auch noch viele andere Handelssysteme finden, wie das Band Germany 100, Band Germany 40, Mount Germany 100, den Arrow-System, das Solid-System, den Stock-Manager. Dazu informieren wir Sie immer gerne. Überhaupt kein Problem. Sie können auch bei uns eine Introduction Session buchen. Dann werden Sie einmal durchs Portal geführt. Und wenn Sie Fragen haben, nutzen Sie am allerbesten einfach hier unser Support Ask Button, der immer hier unten rechts ist. Einfach auf Ask drücken, Name eingeben, Betreff, E-Mail-Adresse und dann wird Ihnen geholfen. So, jetzt bin ich durch mit meinem Vortrag. 18.46 Uhr. Ich wollte 18.45 Uhr eigentlich rauskommen. Aber ich habe das
um eine Minute war ich jetzt leider zu langsam. Ich stehe für Ihre Fragen offen. Die Fragen würde ich Sie bitten. Ah ja, wunderbar. Ich habe schon Fragen gesehen. Die würde ich jetzt gerne beantworten für Sie. Ah, okay. Ist keine Fragen direkt. Wenn Sie Fragen haben, sagen, ich bleibe mal ein bisschen dran, schreiben Sie doch bitte einfach die Fragen in die Frage. Und wenn alles gut beantwortet ist, ja, dann wünsche ich Ihnen extrem viel Erfolg beim Handeln des DAX hoch und runter. Gerade die letzten Tage war es ja unglaublich spannend, sehr viel Punkte aus dem DAX rauszuholen. Ich hoffe, Sie waren da alle sehr erfolgreich mit. Also wenn ich es richtig sehe, sind Sie alle glücklich, was die Fragen angeht. Ich kann mich... Dankeschön. Ich will mich dann von Ihnen hier verabschieden. Ich freue mich, dass Sie so viel sich die Zeit genommen haben heute für das Proton-Webinar. Wir stehen Ihnen persönlich gerne Rede und Antwort bis in jedes Detail, wenn Sie noch spezielle Auswertungen, Analysen oder sonst irgendwas wünschen, was Ihnen weiterhilft. Sie stehen immer gerne bereit, um Sie da gut und fachmännisch zu beraten, damit Sie das persönlich auch alles gut umsetzen können. Das ist unsere Zielsetzung. In dem Fall wünsche ich Ihnen einen schönen, geselligen Abend. Genießen Sie es und vielleicht auf bald. Schöne Zeit. Ihr Michael Gicke. Bye, bye.